Hallo Salzburg, ich bin Linus. Ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Ich bin nervös. Ich habe zwei Probleme, danke. Erstens, ich bin Piefke und schön zu Gast in eurem Land. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zweitens, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die letzten 20 Monate immer auf diesen Bildschirm geschaut. Und ich habe da oben so ein grünes Licht gesehen. Ich war die letzten fast 2 Jahre vor einer Webcam. Also wenn ich so ein bisschen steif und emotionslos daherkomme, brauche ich deine Hilfe. Dann rüttelst du mich wach. Ja, ich möchte euch ans Herz legen, ein bisschen Wertschätzung und Liebe zu euren Nächsten einfach näher zu bringen. Ich gebe euch ein paar Ideen mit auf den Weg. Wir haben heute schon viel zu Beziehungen gehört und möchte euch einfach ein paar Ideen mitgeben, wie ihr bei euren Mitmenschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern könnt, wie ihr aber auch selber mehr Freude im Alltag haben könnt und wie ihr in eine Spirale der Motivation durch Wertschätzung und Anerkennung eindringen könnt in geschäftlichen Beziehungen, aber auch in privaten Beziehungen. Und genau das sind eigentlich die zwei wesentlichen Arten von Beziehungen neben dem Ich-Sein, was wir gerade schon vom Lukas gehört haben, die ihr so Tag ein, Tag aus habt, also eben mit euren Kunden, wenn ihr Lieferant seid oder wenn ihr Kunde seid, aber auch im privaten Umfeld, wo ihr Partner, Partnerin, Kind oder Eltern seid, aber vielleicht auch mal ganz normal in einem Restaurant zu Gast seid. Kommt mit mir auf eine Reise. Ich werde euch von zwei Geschichten erzählen und euch da ein bisschen mit weiternehmen, Ideen und Impulse mitgeben, wie ich das Ganze für mich nutze und einfach selber mehr Freude habe, aber diese Freude auch weitergeben kann. Als erstes möchte ich euch Adina vorstellen. Adina war die Ansprechpartnerin bei meinem Kunden, war vor etwa 5 Jahren. Und Adina hat bei Trivago gearbeitet. Ich war Lieferant und habe dort eben ein Produkt mit ihr zusammen einführen dürfen. Und wir mochten uns, wir sind gut miteinander klargekommen und waren eigentlich super erfolgreich. Und im Wesentlichen lag das daran, dass wir uns ehrlich für den anderen interessiert haben und dass wir auch ehrlich und authentisch im Umgang miteinander waren. Wir haben uns Feedback gegeben und uns gesagt, wenn etwas gut war, uns aber auch gesagt, wenn wir mal nicht so gut waren oder wenn die Erwartungen, die man in den anderen hatte, nicht erfüllt wurden. Und als zweites möchte ich euch mitnehmen, ich habe die letzten 10 Jahre in Hamburg gewohnt, gibt es ein schönes Restaurant, darf ich den Namen sagen? Ich glaube, es ist egal. Also Brechtmanns Bistro, fantastisch, ich gehe da sehr gerne hin und belohne mich ab und zu mit einem Besuch dort in Hamburg. Und es ist einfach wirklich immer top. Schon fast langweilig. Der Service ist immer top. Das Essen ist immer top. Es macht wirklich Spaß, dahin zu gehen, wenn ihr gerne genießt. Ich werde den Namen noch ein paar Mal wiederholen. Es macht mir wirklich Spaß, dahin zu gehen. Und die Idee ist einfach, in all diesen Situationen, in denen man selber so begeistert ist, in denen man selber mit seinem Mitmenschen super klarkommt, kann man das doch auch gerade teilen. Und seinem Nächsten ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wenn wir also an Adina zurückdenken, mit der ich eben wahnsinnig viel gemacht habe, zusammengearbeitet habe, dann gab es auch Situationen, da waren wir uns nicht immer einig, da waren wir uns nicht grün, haben hart miteinander diskutiert und auch manchmal ein bisschen miteinander gestritten und irgendwann gesagt, okay, ich glaube, mein Weg ist der richtige, vertrau mir, lass uns das ausprobieren. Und solange man eben so in einer Beziehung miteinander umgehen kann, dann auch reflektieren kann, okay, hat das jetzt wirklich funktioniert? Wie war das im Umgang miteinander? Wie hast du dich gefühlt? Und das auch eben beobachtet, was ist da gerade passiert, ein bisschen aufmerksamer ist, dann führt das also dazu, dass man in so eine Spirale reinkommt und sieht, okay, man kann dem anderen wirklich vertrauen. Man kann immer mehr erreichen. Und dann eben weiterkommen und selber mehr Spaß haben, aber auch dafür sorgen, dass der andere mehr Spaß hat. Dann zurück nach Hamburg zu Brechtmanns Bistro. Wir hatten eine fantastische Weihnachtsfeier da. Es war wirklich super. Und ich habe mir eigentlich nur eine Frage gestellt.
Hat das schon mal jemand denen genauso gesagt? Also auch dem Koch. Der hört wahrscheinlich 50 Mal in der Woche, Tisch 17 hat gesagt, war wieder toll. Ja, super. Von seiner Frau jedes Mal im gleichen Ton oder wahrscheinlich ist es in der Hektik untergegangen. Ich habe mir also ein paar Teller geschnappt und habe die selber in die Küche gebracht. Jetzt mit Corona, das ist ein bisschen schwierig. Und natürlich habe ich auch damals seine Frau Anni um Erlaubnis gefragt, ob das in Ordnung ist. Aber dieser Tag, der ist dem Koch bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ich gehe da nicht jede Woche hin, vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Jedes Mal, wenn ich dahin zurückkomme, er kommt immer wieder auf mich zu und wir haben einfach so diese nächste Ebene in der Beziehung. Und er freut sich einfach und wenn er schon sieht, ah okay, Linus hat einen Tisch reserviert, dann löst es in ihm auch irgendwie wieder die Motivation aus, die Extrameile zu gehen. Vielleicht noch eine kleine Überraschung einzubauen. Und das kann jeder von uns. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ihr werdet feststellen, wenn ihr genau das einbaut, dass es eigentlich ganz einfach ist und dass ihr in euren Mitmenschen genau das erreichen könnt. Ich erinnere mich an einen Moment, wo Adina, eine Frau aus nicht ganz einfachen Verhältnissen, wo wir mal lange noch zusammengesessen haben nach einem Termin und eben mehr übereinander herausgefunden haben, durch echtes Interesse, durch Aufmerksamkeit, was ihr wirklich wichtig war, warum ihr Sport so wichtig war und was sie dort erreichen wollte, warum ihr Respekt und Anerkennung, das Bild einer starken Frau so wichtig war. Sie kommt aus nicht ganz einfachen Verhältnissen. Und dann ist doch eigentlich der schönste Moment, wenn man seinem Gegenüber genau das geben kann. Ich erinnere mich an den Tag wie heute und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich eine solche Situation habe herbeiführen können. Bei meinem damaligen Arbeitgeber haben wir einen Speaker gebraucht und Adina war eigentlich perfekt, denn genau das Bild war auch das, was wir senden wollten. Also habe ich sie eingepackt, wir sind nach San Francisco geflogen, sie hat dort einen Vortrag gehalten auf einer ähnlich schönen Bühne wie hier. Und hat danach, ich habe noch letzte Woche mit ihr drüber gesprochen, hat danach ein Foto mit ihrem Idol gemacht, mit der First Lady Michelle Obama. Sie träumt da heute noch von und es ist eigentlich der schönste Moment meines Lebens. Denn wenn ich daran denke, dann geht auch in mir wirklich wieder diese Motivation auf, wo ich mich daran erinnere, wie das Ganze entstanden ist, wie wir durch eine wahnsinnig gute und tiefe Zusammenarbeit genau das erreicht haben. Und wenn ich so darauf zurückblicke, ich bin seit etwa 15 Jahren im Job und nach 3 Jahren, ich war noch ein junger Bursche, hat mir mein damaliger Mentor, ein Mann Mitte 50, hat mir mal so ein paar Ideen mitgegeben und so ein paar Kniffe erzählt. Ich habe viele Bücher zu dem Thema gelesen. Eigentlich ist es ganz einfach. In den ganzen vielen Beziehungen, die wir jeden Tag haben, kommt es doch eigentlich nur auf das Gegenüber an. Auch ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, mit dem Niki zusammen, den ihr vorhin auf der Bühne gesehen habt. Und dort gibt es so dieses Framework, People, Process und Technology, hilft, um Dinge zu strukturieren, um vielleicht auch noch einen weiteren Gedanken aufmachen zu können. Aber an sich kommt es doch nur auf das Zwischenmenschliche an. Und genau dazu möchte ich euch ermutigen. Nächstes Mal, wenn ihr wieder mit diesem Geschäftspartner zusammen seid, mit dieser Geschäftspartnerin, wo ihr denkt, Mann, eigentlich ist der ja ganz nett. Eigentlich ist die ziemlich cool. Habt ihr ihr das schon mal gesagt? Probiert es mal aus. Im Privaten. Es gibt so viele Kleinigkeiten, so viele Aufmerksamkeiten, die uns jeden Tag geschenkt werden. Aber bedankt ihr euch dafür? Merkt ihr das? Und ich meine gar nicht das Essen bei den Eltern letzte Woche, aber dafür, dass sie euch vor 20, 30 Jahren ein Buch vorgelesen haben. Dafür, dass euer Partner euch vor dem schwierigen Meeting nochmal in den Arm nimmt und sagt, du schaffst das. Und für sowas zu bedanken, dafür möchte ich euch ermutigen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das jetzt gleich ausprobieren. Schaut mal nach links oder rechts. Zieht den Mundwinkel nach oben. Und fragt ihn oder sie nach ihrer Telefonnummer. Bedankt euch, dass ihr heute hier sein könnt. Bedankt euch für so viel, was ihr in diesem Leben schon erlebt habt. Mit euch muss ich gleich noch versprechen.
Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr durch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, durch ein bisschen mehr Anerkennung diese wunderschöne Welt ein bisschen menschlicher macht und ein bisschen lebenswerter macht. Vielen Dank.